Die Intuition von Fußballspielern. Die Intuition bei Fußballspielern ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Spielaufbau. Die Intuition leitet einen Fußballspieler in seinen psychischen Gedankengängen und seinen Überlegungen, das Spiel zu gestalten. Die menschliche Intuition ist dafür gedacht, dass die Intuition uns hilft und uns Ratschläge gibt aus dem Wort, aus der Wortpipeline, die uns anleitet im Spiel, wo wir uns hinbewegen sollen. Je mehr wir der Intuition vertrauen, desto mehr Freiraum werden wir erhalten im Leben. Die Intuition ist sozusagen der Anführer bzw. die Führungskraft der Psyche in uns. Durch das Wissen der Intuition erlangen wir einen Spielgrad, der seinesgleichen sucht. Und durch die Intuition schaffen wir uns einen Feldvorteil. Je mehr ein Spieler sich auf die Intuition konzentriert, desto mehr Chancen wird er im Spiel erarbeiten können. Das Herzwissen der Intuition ist ein wesentlicher Bestandteil der Intuition und richtet sich nach dem Spieler. Ein Spieler hat ein gewisses Intuitionswissen in sich, das er in sich trägt, was ihn dazu, was man auch als Spielerpotenzial bezeichnen könnte. Das Spielerpotenzial wird von der Intuition abgeleitet und die Intuition ist die stärkste Führungskraft des Herzens und der Psyche in Kooperation. Die Intuition hilft dem Spieler, das Spiel zu strukturieren und gibt ihm im Spiel selbst klare Anweisungen, wohin der Weg des Spielers selber führen soll. Je mehr ein Spieler sich auf die Intuition verlässt, desto mehr Informationen wird er erhalten. Deshalb kann man sagen, dass die Intuition eines Fußballspielers wie eine Art Quelle der Gedanken, der Führung, der geistigen Führung darstellt. Die geistige Führung ist die Kraft des Spielers, die einen dazu führt, dass der Spieler sich geistig fortbewegen kann und seine Stärken in das Spiel perfekt einbinden kann. Die geistige Führung ist die Kraft des Spielers, die einen dazu führt, dass der Spieler sich geistig fortbewegen kann und seine Stärken in das Spiel perfekt einbinden kann. Je mehr der Spieler seine Talente und Stärken in das Spiel einbindet, desto mehr wird er daraus Kapital schlagen können. Warum? Weil je mehr man sich auf die Intuition verlässt, desto herzzentrierter und konzentrierter wirkt man im Spiel selbst. Die Intuition hat ihren Preis und ihren Lohn. Und so ist bei Verwendung der Intuition keine Frage, dass die Intuition ein Werkzeug ist, die dich unverbindlich und unverbitterlich auf deinem Weg begleitet und unterstützen will. Durch das herzliche Wissen der Intuition schaffen wir die Basis für einen gelungenen Spielaufbau. Über das Wissen der Intuition kriegen wir Zugriff auf das Wissen, was in deinem Herzen schlummert. Und so können wir dies perfekt als Mittel und Kommunikationsweg in unser Spiel einarbeiten. Je mehr wir von dir wissen, also von deinem Herz wissen, wie du von der Spielanlagung veranlagt bist, desto mehr schaffen wir es, das Spiel so aufzubauen, dass es deinen Wünschen entspricht. Es bringt nichts, einen Fußballspieler so zu deformieren, dass er selbst sich nicht mehr im Spiel wiederfinden kann. Wir müssen die Fußballspieler so prägen, dass sie sich selbst im Spiel wiederfinden und die Intuition auch nutzen wollen. Je mehr ein Fußballspieler sich auf die Intuition verlässt, desto mehr Gelassenheit, Strukturiertheit und Überlegtheit strahlt dieser Spieler im Spiel nach vorne dann aus. Durch den Gewinn der Nutzung der Intuition ist uns eine Versicherung gelungen, die den Spieler kein zweites Mal gewährleistet wird. Eine Versicherung, die seinesgleichen sucht und die den Spieler durch das Spiel dann führt, weil er seine Intuition ganz gut spürt.
Wenn wir uns mit der Intuition näher befassen, dann können wir davon ausgehen, dass die Intuition unser Sehorgan ist, die Dinge sieht oder Dingen auffällt, die im Spiel vielleicht so nicht zu sehen sind, aber dennoch da sind und die wir mental vor allen Dingen spüren und wahrnehmen. Durch die mentale Wahrnehmung von Störfaktoren im Spiel, die einen Spielaufbau behindern praktisch, ist es praktisch nicht möglich, einen flüssigen Spielaufbau zu kreieren. So müssen wir uns auf die Intuition berufen und in Gruppen zusammenkommen, um die Probleme des Spielaufbaus in den Griff zu kriegen. Den Spielaufbau mittels Intuition zu führen, wäre mein Weg oder Vorschlag, wie Fußballmannschaften ihre Probleme des Spielaufbaus in den Griff bekommen könnten. Durch Kommunikation mit den Seelen der Spieler oder den Augen der Spieler Kontakt aufzunehmen und darin zu lesen, was die Spieler gerne machen im Spiel, daran zu erkennen, wie die Spieler formiert sind und dies dann in das Spiel perfekt einzubinden. Durch unser Verständnis, das die Intuition mit sich bringt, schaffen wir eine Basis im Spiel des konstruktiven und gestalterischen Aspektes im Spiel nach vorne zu kommen. Unsere Intuition ist das Vorstellungsvermögen, das uns unterstützt, die Intuition voll auszuleben und das Spiel nach unseren geistigen Vorstellungen zu prägen und zu bewegen. Zum Ende dieses Audios sei gesagt, die Intuition ist ein bester Freund und Helfer im Spielaufbau und unterstützt dich blendend mit Wissen in den Situationen. Richte doch einfach deinen Spielaufbau anhand des Wissens deiner Intuition aus und schaue dann, was sich bei dir im Spiel selber verändert. Die Intuition schafft dir neue Grundlagen und Faktenlage, an der du dich orientieren kannst und bildet daraus die Kernsubstanz deiner intuitiven Wahrnehmung während des Spiels. Abschließend lässt sich noch sagen, die Intuition ist unser Helfer in den Situationen, die sich wirklich richtig lohnen. Setze ein deine Intuition und die Lösung der Kombination ist dein wahrer Lohn. Damit möchte ich mich mal wieder verabschieden und sage Tschüssi, bye bye. Vielleicht lässt du mir noch ein Like da. Und bis zum nächsten Audio.